Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, Leute. Ich wollte euch heute mal meine Winterhure vorstellen. Schaut euch doch mal dieses wundervolle Kfz an. Ein 500 Euro Bohrer. Absolut geil. Mit Winterreifen. Sehr gepflegtes Fahrzeug. Kaum Rost. Echt unbedeutend, aber doch viel. Scheinwerfer etwas verblichen. Hier sieht es ganz gut aus. Aber im Allgemeinen ist der Zustand gar nicht so schlecht. Muss ich mal sagen. Wir machen mal die Funzel an. Also Leute, wo ist der Schlüssel für das Fahrzeug? Verdammt! Der liegt bestimmt drin. Egal. Echte 216.000 Kilometer. Läuft super. Also das Fahrzeug fährt echt gut, muss ich sagen. Die Vorderachse ist zwar total im Arsch, aber der Rest scheint zu funktionieren. Das bedeutet, ich werde ein paar Gummilager wechseln müssen. Ich muss mal noch genau schauen, was es nun ist. Die Bremsen sind auf jeden Fall fertig. Also es ist noch Belag drauf, aber die Scheiben sind total eierig. Beim Bremsen wackelt das ganze Lenkrad. Das heißt, erstmal werde ich vorne die Bremsen machen. Scheibenklötzer. Dann gucken, wie sich das weiter verhält mit der Achse. Aber ich denke mal, Spurstangkopf oder irgend sowas ist auf jeden Fall voll ausgeschlagen. Oder vielleicht auch der Antrieb im Arsch, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall knackt es manchmal beim Lenken. Aber ohne Last knackt es nicht. Wir haben einen 2,0 Liter 115 PS, glaube ich zumindest. Der Motorraum sieht echt gut aus. Also der Motor ist trocken. Ich bin jetzt schon 2 Tage gefahren. Alles super, keine Probleme. Vorhin ging die Motorkontrollleuchte an. Einfach so. Aber egal, er fährt immer noch. Das heißt, ich werde mal zum Kumpel fahren, das auslesen lassen. Mal gucken, was mir der Fehlerspeicher ausspuckt. Ob es jetzt irgendwas Relevantes ist. Ich werde sowieso als nächstes den Luftfilter tauschen, Ölwechsel machen, den Luftmengenmesser mal sauber machen, den Schlauch werde ich wechseln, der ist übelst weich, müsste Kurbelgehäuseentlüftung sein. Ja, und dann überhaupt mal alle Stecker angucken und ja, schauen, ob soweit alles in Ordnung ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil fahren tut er, wie gesagt, ohne Probleme. Ja, wie gesagt, das ist mein 500 Euro Winterfahrzeug mit Sommerreifen und Winterreifen. Und das Geilste ist, er hat noch bis Februar 2022 TÜV. Das ist echt mal geil. Das heißt, ich kann jetzt hier rumballern, muss hoffentlich kaum Kohle investieren. Also die Vorderachse, gut, Sanikasten haben wir nicht. Die Vorderachse werde ich natürlich machen, also soweit wie ich sie machen muss. Aber ansonsten, ja, ich werde die Kotflügel hier runterschleifen und die Innenradhausschale abmachen, da drinnen alles mal zuwachsen und von außen wahrscheinlich einfach nur mit grünen Hammerit streichen, damit es nicht so extrem weiter rostet. Die Schweller, also hier wurde der Schweller auch schon gemacht. Ich glaube mit GFK, aber egal, ist alles fest. Also das werde ich dann auch nochmal grün machen. Ich werde mir noch so eine Dose holen mit der richtigen Farbe. Und werde halt noch so ein paar kleine Sachen ausbessern, wie das hier. Also da werde ich auf jeden Fall mal mit grün drüber gehen. Ja, und die Kotflügel, wie gesagt,
Und das war's dann soweit. Also so an sich geht's. Hier der Spiegel ist ein bisschen ramponiert. Hier werde ich noch ein neues Glas reinmachen. So an sich macht er jetzt keinen schlechten. Er ist auch nicht versüfft oder so. Der stinkt nicht. Der Fahrersitz ist ein bisschen abgewetzt, hat ein Brandloch. Stinkt aber komischerweise nicht nach Kippe hier drin. Wäre mir aber auch egal. Ja, das zu meiner Winterkiste, damit ich auch mal irgendwo hinfahren kann, weil das Elektrofahrzeug hat ja nur im Winter 90 Kilometer Reichweite. Das ist halt echt ein Nachteil. Ja, hier schön alles runtergewetzt. Aber so an sich, das Lenkrad sieht noch gut aus. Ah ja, ein paar kleine Sachen. Neues Radio muss rein. Ich brauche auf jeden Fall Musik. Mal sauber machen die Kiste. Und dann halt einfach fahren. Ja Leute, das war's auch schon für heute. Ich wollte euch einfach nur mal informieren, dass ich den günstigsten Bohrer mit TÜV von eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Wie gesagt, ein paar Sachen werde ich machen. Vielleicht hole ich mir noch ein paar Tieferlegungsfedern, mal schauen. Ich denke mal, ich werde dann ein komplettes Video machen, wie ich einmal alles aufbereite, umbaue, repariere und dann vielleicht mal noch ein kleines Fahrvideo machen. Ich meine, interessant ist das ja jetzt nicht wirklich. Der reißt ja nicht die übelste Wurstsuppe runter. Aber zum Fahren reicht's. Und da ist auch, wie der Kollege, der mir den verkauft hat, gesagt hat, ein billiger Auspuff drunter ist. Also der ist relativ neu. Muss aber so ein eBay 80 Euro Auspuff sein. Ist er halt sogar relativ laut für Original. Ja. So viel dazu. Also Leute, haut rein, wir sehen uns. Peace.